Hey und willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jonas. Ich habe euch hier auf dem Kanal schon das ein oder andere Elektromotorrad gezeigt von Govex. Der Motoloop sticht da aber hervor. Ihr seht schon hier diese Form. Es soll so ein bisschen mehr an ein Offroad-Motorrad erinnern, ist trotzdem ein Bike, was eigentlich nur 45 km/h kann und ein bisschen schmaler. Das heißt, man könnte es fast mit einem E-Bike verwechseln. Ich habe das Ganze jetzt für euch einen Monat lang getestet, um herauszufinden, was dahinter steckt und ob sich der Preis von knapp 4000 Euro lohnt. Wenn euch der Preis etwas zu hoch erscheint, dann blende ich euch hier mal meinen Gutscheincode ein, mit dem ihr 5% sparen könnt, was ja dann doch einiges ist. Von mir bekommt ihr jetzt aber direkt zu Beginn die Key Features von diesem Produkt. Zum einen wiegt es nur 59 Kilogramm, was wirklich leicht ist für dieses Teil. Es kann im Alltag bis zu 70 Kilometer weit fahren. Das werden wir hier im Test natürlich noch herausfinden. Und ihr könnt zwei Personen mitnehmen. Optional gibt es dann hier hinten noch Fußrasten. Zeigen wir euch auch direkt noch im Detail. Und ein was Cooles, was ich zumindest nicht schlecht finde, ist ein USB-Anschluss direkt hier drunter. Das sind so im Grunde genommen die großen Features und natürlich das Design. Schreibt ihr jetzt schon mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich finde es ziemlich interessant, denn es gibt wenig Vergleichbares auf dem Markt. Weiß aber nicht, ob es auch für den urbanen Bereich etwas ist oder nur hier eher für die ländliche Region. Da bin ich auf euer Feedback gespannt. Direkt auf den ersten Blick fällt auf, dass dieses Bike gewissermaßen um den Akku herum konzipiert wurde. Nichtsdestotrotz wurde auf Details wie das Tagfahrlicht Wert gelegt, was sehr cool ins Gesamtdesign passt. Einzig dieses Display auf der Oberseite könnte vielleicht ein bisschen moderner und auf jeden Fall heller sein. Hinten habt ihr dann zwei starre Federn, die können ein bisschen eingestellt werden, wenn auch nicht zu sehr. Die optionalen Fußrasten hinten sehen genauso aus wie die Fußrasten vorn, sind meiner Meinung nach ein Ticken zu klein und vor allem die Auflagefläche ein bisschen rund. Der Motor ist ansonsten auf der hinteren Radnabe angebracht und hinten und vorn habt ihr Scheibenbremsen. Diese greifen auch sehr gut und drücken euch dann dementsprechend wieder zurück. Außerdem habt ihr einen seitlichen Hauptständer und ihr habt oben zwei verschiedene Schlösser, einmal zum Öffnen der Bank und einmal zum Starten. Kleine Elmoto-Schriftzüge ziehen sich über dieses gesamte Konzept, aber an der einen oder anderen Stelle finde ich es nicht ganz bis ins Ende gedacht. Zum Beispiel hier diese Leiterplatinen für die LEDs oder offene Kabel ziehen sich an der einen oder anderen Stelle über das gesamte Produkt, nicht nur auf der Außenseite, sondern das findet man auch innen. Nach dem Roundup zeige ich euch das Loop jetzt aber mal im Fahreindruck. Denn ihr wollt nicht nur wissen, wie es aussieht, sondern auch, wie es sich fährt. Durch seine schmalen Reifen hat man vielleicht nicht immer den besten Kontakt zum Boden und eher ein bisschen ein Fahrradfeeling als das Gefühl, auf einem tatsächlichen Roller zu sitzen. Das ändert sich dann, wenn man den Anzug merkt, denn das Fahrzeug geht schon wirklich nach vorn. Bei 45 bis 46 km/h ist dann leider Schluss. Das ist ja immer ein Kritikpunkt an solchen Fahrzeugen. Das Display zeige ich euch noch einmal im Stand, denn das ist wirklich schwierig einzufangen. Ihr könnt euch hier die verschiedenen Informationen wie Fernlicht, Tagfahrlicht, aber auch die Blinker und ob der Ständer ausgeklappt ist, anzeigen. Außerdem habt ihr den Bordcomputer, durch den ihr auch durchtippen könnt. Ich finde diese Akkuanzeige auf der linken Seite nicht zu gut gelungen, dafür gibt es aber nochmal die Reichweite in Kilometern. Das Ganze gehört meiner Meinung nach aber überarbeitet, ähnlich auch wie die Federung auf der Rückseite, denn diese ist für mich einen Ticken zu straff. Während die vordere sehr, sehr weichgängig ist, konnten wir die hintere nicht adäquat einstellen, sodass man dann doch ziemlich durchgerüttelt wurde auf diesem Fahrzeug. Es hat aber insgesamt wirklich Laune gemacht, mit ihm unterwegs zu sein. Und gerade auf gut asphaltierten Straßen oder selbst hier auf solchen Dorfwegen ist es überhaupt gar kein Problem und ihr fühlt euch immer sicher und wohl. Es ist einfach ein anderes Feeling, als so einen klassischen Roller zu nutzen, wie wir sie ja hier eben für euch auch schon im Test hatten. Wenn ihr dann irgendwo haltet, egal ob in der Stadt oder hier jetzt nach so einer kurzen Tour bei einem Bäcker, um euch einen Kaffee zu holen, dann habt ihr einen extra Schlüssel dabei, denn es gibt hier clevererweise ein Schloss. Das finde ich ganz cool. Das ist hier unten dann arretiert die ganze Zeit, wenn ihr es nicht nutzt. Und dann könnt ihr hier oben einmal hier hochgehen, so anstecken, zusperren. So, das hakelt ein bisschen und dann ist das Ganze verriegelt. Finde ich ziemlich praktisch, denn so kann euch das jetzt hier niemand klauen. Das ist quasi wie ein Lenkradschloss, wie man es vom Auto kennt oder ja auch diverse Motorräder haben. Und das jetzt hier so klein, minimalistisch und praktisch dargelegt zu haben, finde ich ganz cool. Einziges Manko, man hat nirgends eine Möglichkeit, jetzt den Helm festzumachen. Also wenn ich jetzt hier eine Schlaufe hätte, könnte ich ihn vielleicht hier durchfädeln. Meinen werde ich jetzt nicht ranhängen, denn den könnte man öffnen und einfach entnehmen. Von dem habt ihr da keine Möglichkeit. Aber für das Bike an sich ist das so ganz praktisch, finde ich persönlich.
persönlich ganz cool gelöst. Auch wenn das Bike vom Optischen her nahezu dazu schreit, ins Gelände geführt zu werden, tut es der Reichweite nicht gut. Denn kommt man im Alltag ungefähr um die 50 Kilometer weit, was schon ein Ticken weniger als die angegebenen 70 ist, ist das im Gelände ganz anders. Wenn ihr das Bike einmal durch Pfützen, über Felder oder über Wiesen schickt, dann ist die Reichweite schnell mal nur noch unter 30 Kilometern. Fairerweise muss man hier natürlich sagen, dass dann dementsprechend der Akku und die Motoren auch deutlich mehr beansprucht werden und es funktioniert. Ihr könnt durch Feldwege und so weiter fahren. Wir hatten ein, zwei Mal im Test das Problem, dass das Motorrad dann abgeschalten hat. Das war bei Überlastung auf Straßen, ist das aber nie passiert. Zu Hause angekommen, wollt ihr den Loop dann natürlich auch laden. Aber bevor wir dazu kommen, zeige ich euch noch was Cooles. Denn wie am Anfang gesagt, das Ganze hat eine USB-Lademöglichkeit, sodass ich hier jetzt nicht das Fahrzeug anmache, sondern hier einmal die Klappe öffne, um dann hier runter einen USB-Anschluss zu haben. Sogar zwei. Einmal mit 1 Ampere und einmal mit 2,1 Ampere. Jetzt kann ich hier mein Ladekabel anstecken. So, einmal rein hier. Und dann ans iPhone anschließen. Sich Kevin freuen, wenn ich jetzt hier sein iPhone lade und dann weniger Kilometer komme. So, das Ganze lädt dann noch nicht, denn ihr müsst dann den Loop wieder anmachen. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil dann muss man hier den Stecker oben reinstecken, um dann hier unten das Ganze laden zu können. Und jetzt hat es hier angezeigt, zu laden. Ich kriege jetzt hier in dieses Fach leider das Handy nicht hinein. Das ist ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob ihr ein iPhone 12 Mini da vielleicht reinbekommt, aber viel größere Sachen werden da drin keinen Platz finden. Vielleicht eine GoPro oder eine Powerbank, so rum. Aber wenn ihr jetzt irgendwo angekommen seid und ihr steckt das Handy dann hier an, um es zu laden, oder ihr habt eine Handyhalterung, um unterwegs euch navigieren zu lassen, dann könnt ihr das natürlich hier drin anstecken, führt das Kabel dann irgendwo nach außen und habt so eine Lademöglichkeit. Ist immer ganz praktisch. Jetzt kommen wir aber zum Laden vom Fahrzeug an sich. Dazu stecke ich das Ganze hier wieder ab und sichere mal Kevins Handy, dass mir das jetzt hier nicht runterfällt. So, und dann müsst ihr nämlich auch hier diese Klappe öffnen, habt hier innen einen Baudenzug, den ihr dann ziehen könnt, um dann hier das Gesamtgroße öffnen zu können. Wenn ich hier jetzt die Sitzbank öffne, verbirgt sich dann darunter zum einen der Anschluss für den Akku. Den kann ich jetzt hier öffnen und abziehen. Und dann habe ich hier ein Klettband. Das ist ein bisschen friemelig gelöst. Ich muss jetzt hier einmal tief hineingreifen, um das überhaupt öffnen zu können. Und ich zeige euch das einfach mal in Echtzeit, wie man immer so schön sagt, um eben zu zeigen, wie lange das dauern würde, den Akku jetzt hier tatsächlich herauszunehmen. So, da ist nämlich eine Schlaufe aus Klett. Wir zeigen es euch hier nochmal in groß drüber, die ihr dann einmal ziemlich eng gesponnen hier unten runterziehen müsst. So, na, jetzt geht's. Einmal abziehen und dann könnt ihr nämlich diesen gesamten Akku nach oben herausnehmen. So, einmal hochziehen und dann habt ihr den Akku in der Hand. Jetzt seht ihr auch schön zum einen unten nochmal den Rahmen, aber eben auch den Akku und könntet theoretisch, da bin ich ja mal ein großer Fan von, den Akku nehmen und bei euch in der Wohnung innen laden. Also ihr müsst nicht hier außen das Fahrzeug anstecken. Ich habe hier jetzt aber die Möglichkeit und kann dann das Kabel eben auch nehmen, um es jetzt hier anzustecken. Dann dauert das ungefähr, so einmal die richtige Richtung finden, ungefähr 2 Stunden auf 80% und dann noch einmal ungefähr 4 Stunden, wenn ihr es ganz voll laden wollen würdet. Müsst ihr natürlich nicht, 80% reicht ja. Auf der linken Seite ist dann sogar ein Auslass fürs Kabel, sodass ihr das hier einmal durchlegen könnt und die Sitzbank schließen könnt, sodass das Ganze dann lädt. Ist ganz gut gelöst, vor allem wenn ihr es jetzt in der Garage oder so anstecken wollt, um es dann über Nacht zu laden, nächsten Tag abziehen und weiterfahren. Der Anschluss ist ein bisschen rudimentär, ein bisschen sehr haptisch. Hätte man meiner Meinung nach besser lösen können. Vielleicht einfach ein besseres Steckersystem mit diesem hier drehbaren Anschluss. Gefällt mir nicht zu gut, aber es ist eben hier so verbaut und das ganze Fahrzeug ist ja gewissermaßen um den Akku rum konzipiert, denn ihr seht hier, wie viel Platz der eigentlich einnimmt und wir haben es euch ja vorhin im Roundup auch schon bereits gezeigt. Ansonsten hat mir das Elmoto Loop wirklich gut gefallen. Govex ist ein deutscher Hersteller und die achten im Übrigen auch auf Nachhaltigkeit. Und die sagen, dass bei der Herstellung hier überhaupt keine CO2-Emissionen entstehen. Also natürlich entstehen die, aber die kompensieren sie, sodass ihr hier ein klimaneutrales Produkt habt. In der Logistik, Herstellung und im ganzen Vertrieb finde ich ziemlich cool, dass da eben drauf Wert gelegt wird. Ansonsten finde ich den Preis einen Ticken hoch. Wie gesagt, ihr findet unten den Link, wo ihr eben 5% sparen könnt. Und was kann ich sonst noch dazu sagen? Die Reichweite von 70 Kilometern ist meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen zu optimistisch, gerade wenn man jetzt als erwachsene Person darauf unterwegs ist. Ich kann es mir aber richtig gut vorstellen, meinetwegen als 16-Jähriger beispielsweise, das Teil hier fahren zu können bis zu 45 km/h, ist das echt cool und es sieht halt deutlich cooler aus als die ein oder anderen Roller, die sonst so da draußen rumfahren. Es ist einfach was Alleinstehendes. Man merkt an ein oder anderen Punkten, es könnte ein Ticken besser sein, auch was die Qualität und die Materialverarbeitung angeht. Ich denke da nur hier oben an das Display oder eben auch an offene Kabel im Innenraum oder auch
hinten an den Blinkern. Das könnte besser gemacht werden und vielleicht bessert da Govex auch an der Stelle nach. Ansonsten gefällt es mir echt gut. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Eindruck geben zu dem Produkt an sich. Was wir nicht gemacht haben, ist zu zweit da drauf zu fahren. Ihr könnt bis, glaube ich, maximal 130 Kilogramm da drauf zu zweit fahren. Das war für uns jetzt ein bisschen schwieriger darzustellen. Und wie gesagt, 59 Kilo wiegt das Teil mit Akku an sich nur. Und deswegen sind dann 130 Kilo Zuladung schon einiges an Gewicht. Und ich kann es mir auch nicht zu gut vorstellen. Ihr habt aber hier hinten, wie vorhin gesagt, diese optionalen Fußrasten, die ihr eben nutzen könntet, um hinten noch wen draufzupacken. Gerade vielleicht zwei 16-Jährige dürften da drauf Platz finden. Ich finde es ganz cool. Das ist mal ein anderes Produkt. Das zeigt, dass E-Mobilität vielleicht auch das ein oder andere Mal ins Gelände gehen kann oder Kevin durch Pfützen schicken. Ich fand es ganz cool, euch das zu zeigen. Bedanke mich nochmal bei Govex, dass wir das jetzt hier über einen Monat im Test haben konnten. Schaut ihr unten in den Links vorbei. Da verlinke ich euch nochmal andere Elektroroller, die wir in letzter Zeit getestet haben. Und dann sehen wir uns bei einem der nächsten Videos wieder, wenn ihr auf Abonnieren geklickt habt. Bis dahin. Ciao.